Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch die Nummer 1 Kräftigungsübung für Senioren, für die Beine, und ich zeige euch dabei verschiedene Varianten, und die Nummer 1 Übung ist die Kniebeuge. Und viele Ärzte sagen, Kniebeugen sollte man nicht mehr machen im Alter, wenn man Arthrose hat, Arthritis, auch viele Physiotherapeuten, und meiner Meinung nach ist das falsch, weil wenn ihr die Knie nicht mehr bewegt und nicht mehr kräftigt, dann wird euer Alltag immer mehr eingeschränkt. Das heißt, ihr kommt irgendwann nicht mehr aus dem Bett heraus, von der Toilette sogar nicht mehr hoch. Und dementsprechend, ihr müsst unbedingt die Kniebeuge so lange machen, solange ihr das irgendwie könnt. Und ich zeige euch dabei verschiedene Varianten. Das heißt, selbst wenn ihr Arthrose habt, dass ihr das schmerzfrei machen könnt. Und da legen wir schon direkt los. Und zwar, was ganz wichtig ist bei der Kniebeuge, ist eure Fußstellung. Und wichtig dabei ist, dass ihr auf die Hüfte achtet. Das heißt, bei mir stehen die jetzt so neutral, so in dieser Position. So. Wichtig dabei ist, dass es etwas breiter als hüftbreit bei den Füßen sein solltet. Das ist optimal. Wenn eure Füße beispielsweise so weiter leicht nach außen stehen, ist das auch okay. Viele Therapeuten und Trainer sagen, die dürfen nur so stehen, nur gerade. Meiner Meinung nach ist das auch nicht ganz richtig, gerade bei älteren Menschen, weil im Endeffekt könnt ihr das Knie nicht mehr dann stabil halten und das wirkt sich negativ auf eure Kniebeuge aus. Dementsprechend testet einmal mit euren Füßen, wie weit kommt ihr hier nach außen. Geht einmal mit den Füßen so nach außen, testet das, wie weit kommt ihr nach außen und nach innen. Und wie steht ihr ganz neutral? Und das testet erst einmal am Anfang, wie ihr steht. Und danach geht es auch schon direkt weiter, wie belastet ihr eure Knie bzw. eure Muskulatur. Und es ist so, wenn ihr euch mehr nach vorne lagert, das heißt, das Gewicht ist auf den Vorderfuß, dann ist es so, dass mehr Belastung hier auf den Oberschenkel kommt. Und wenn ihr mehr auf die Ferse euer Gewicht habt, dann geht es hier mehr an die Streckmuskulatur. Und das ist ganz wichtig zu beachten. Das heißt, hier runter dürft ihr auch niemals mit dem Knien über die Zehenspitze. Das ist auch wichtig, wenn ihr runter geht und euer Gewicht nach unten verlagert. Das heißt, am besten mehr zwei Drittel des Körpergewichts hier auf den Vorderfuß verlagern und ein Drittel auf den Hinterfuß. Und wenn die hochkommt, genau andersrum. Das heißt, zwei Drittel hier auf die Ferse und ein Drittel vorne. Und dann kommt ihr sehr, sehr gut hoch. Am Anfang zeige ich euch jetzt gleich die erste Übung, die Einsteigervariante. Wenn ihr erstmal anfangen wollt, die Übung kennenlernen wollt und später dann die fortgeschrittene und dann die Profi-Variante. Bei der Einsteigervariante ist es so, dass ihr eure Fußposition wieder ganz normal sucht. Das heißt etwas mehr als parallel. Aber wenn ihr leicht in die Außenrotation oder leicht in die Innenrotation geht, ist es in Ordnung. Ganz wichtig bei der Kniebeuge ist, dass ihr nicht hier in die Knie in die Mitte fallt. So, das solltet ihr auf keinen Fall. Und wichtig ist, dass ihr nicht mit den Knien über die Füße kommt. Und bei der ersten Position bewegt ihr einfach eure Hüfte nach hinten und dann wieder nach vorne. Das heißt, das ist eine Mini-Kniebeuge. Es geht dabei nur darum, die Hüfte zu bewegen. Mehr ist das zum Anfang gar nicht. Und falls das schon für euch zu schwer sein sollte, könnt ihr euch auch festhalten, beispielsweise, ich mache es jetzt hier an meinen Stehschreibtisch, ihr könnt es auch gerne bei euch an einen Tisch oder Stuhl euch dabei festhalten und da die Hüfte nach hinten bewegen und wieder nach vorne. Und wichtig dabei ist, dass hier wieder die Knie nicht über die Zehenspitzen gehen und dass ihr nicht nach innen einklickt. Das ist das absolut Wichtigste. Und achtet dabei wieder, wenn ihr runtergeht, jetzt zwei Drittel des Gewichts auf meinen Vorderfuß, dass hier die Oberschenkelmuskulatur arbeiten muss. Und dann zwei Drittel auf den hinteren Fuß, auf die Hacke, wenn ihr wieder hochkommt. Und das ist erstmal nur die Einsteigervariante. Wenn ihr das gut könnt, dann holt ihr euch einen Stuhl. Und da kommen wir relativ zu der klassischen Kniebeuge. Und zwar bewegt ihr euch einmal runter, das heißt, ihr bewegt den Oberkörper nach vorne, lasst den Rücken gerade, kommt weiter runter, bis ihr den Stuhl berührt
Und wichtig beim Hochkommen ist, dass ihr nicht maximal hinten seid, weil das ist dann unheimlich schwer für den Anfang hochzukommen, sondern setzt euch lieber am vorderen Drittel des Stuhls. Und die Beine sind am besten bisschen weniger als 90 Grad. Ihr lagert den Oberkörper leicht nach vorne, mehr Gewicht hier auf die Knie und dann kommt die hoch, bleibt kurz stehen, Po und Bauch anspannen und dann langsam wieder runter, Gewicht wieder auf den Vorderfuß vermehrt und dann wieder hoch, Gewicht auf die Ferse vermehrt. Wie gesagt, nicht einknicken, stabil bleiben, Po und Bauch anspannen. Und das macht ihr ungefähr 10 bis 20 Mal. Gerne 3 bis 5 Durchgänge. Wenn das gut geklappt hat, dann geht es zu der schweren Variante. Und zwar nehmt ihr euch dafür einmal ein Gewicht. Ich nehme jetzt hier meine Wasserflasche. Ihr könnt aber auch gerne zwei Wasserflaschen nehmen, die links und rechts halten beispielsweise, neben dem Körper. Ich halte jetzt direkt hier an meinen Oberkörper. Und wichtig ist, dass ihr, wenn ihr Osteoporose habt, beispielsweise kein Gewicht auf euren Nacken legt, weil das gibt einen höheren Druck auf die Wirbelsäule und das solltet ihr vermeiden. Dementsprechend am besten empfehle ich euch einfach Gewicht links und rechts oder eins direkt am Brustkorb. Und da geht es eigentlich genau das gleiche nochmal. Das heißt, Rücken wieder gerade belassen, runterkommen. Hier könnt ihr jetzt auch dabei achten, noch etwas weiter runterzukommen wie sonst. Das heißt, etwas mehr als die 90 Grad und dann wieder hoch. Und ihr sucht euch wieder eure optimale Position mit den Füßen. Po und Bauch anspannen. Wenn ihr hochkommt, ausatmen, einatmen, vermehrt runterkommen und wieder die Hüfte nach vorne bringen, wenn ihr hochkommt. Und wieder hoch. Jawohl, das macht ihr auch 10 bis 20 Mal. Steigert das Gewicht, dass ihr in diesem Rahmen bleibt. Und davon jeweils wieder 3 bis 5 Durchgänge. Und wenn ihr das tagtäglich macht, dann werden eure Beine viel stabiler. Die Arthrose wird nicht von heute auf morgen weggehen, aber die Schmerzen werden weniger. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran und macht das am besten täglich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Ciao.